Hallo und herzlich willkommen zur ersten Samstagsfolge. Ach, die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Ich muss sagen, ich bin ja schon so ein bisschen wehleidig. Ich mag Weihnachten. Jetzt ist es ein knappes Jahr wieder hin, bis es wieder soweit ist. Oh Mann. Ich werde hier trotzdem noch ein bisschen Weihnachtsmusik spielen, auch wenn im echten Leben ab heute wieder keine mehr im Radio kommt. Ich hätte das Ganze einfach noch bis Silvester stehen lassen. Bei uns steht meistens der Weihnachtsbaum noch eine Woche nach Silvester und dann fliegt er weg. Das ist dann der zweite Punkt, wo ich richtig traurig werde. Ich mag es unglaublich, einen Weihnachtsbaum in der Wohnung zu haben. Und es fällt mir echt irre schwer, den dann rauszuwerfen. Ich fand es auch traurig, als ich noch an... Ich war ja am 23. noch im Stall, als ich dann noch eingekauft habe danach. Und ich dann noch gesehen habe, dass da noch einige Bäume beim Weihnachtsbaumverkauf standen, weil... Ich meine, die sind gefällt worden, die hat keiner gekauft, die werden, weiß ich nicht, direkt gehäckselt oder verbrannt, ohne dass sie überhaupt im Haus stehen dürfen und geschmückt werden. Ich weiß nicht, nennt mich sentimental, ja, ich bin sentimental, aber ich weiß es nicht. Ich finde es immer traurig. So, ja. Was ich aber heute machen wollte, ich werde hier jetzt einfach nochmal eine ganz normale Spielrunde einlegen, diesmal großartig ohne Kerl, und dann mache ich mich hier ein bisschen ums Familienleben kümmern, warum auch immer hier eben alle ausgeruht, komplett mit vollen Bedürfnissen vorm Haus standen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das hat man normalerweise nur, wenn ein Addon gekommen ist. Und in der zweiten Folge heute möchte ich mal ein Haus bauen. Und zwar kam mir beim gemeinsamen Weihnachtsessen vor 2 Tagen, warum auch immer gerade da, kam mir die Idee für ein Haus und ich muss es unbedingt bauen und ich dachte mir, ich baue es mit euch. Und ich erkläre euch dann nachher in der zweiten Folge einfach mal so ein bisschen, was ich vorhabe, und dann könnt ihr schreiben, ob ihr das weiterhin sehen wollt oder lieber nicht. Aber ich glaube, das Haus, das dürfte euch recht gut gefallen. Ich habe da so ein bisschen was Spezielles, was nicht unbedingt alltäglich ist. So, genug philosophiert hier. Was machen wir denn jetzt hier mal mit unseren ganzen Chaoten? Ich will sie weiter im Job steigen lassen. Kathy ist in der Leistung her gerade nicht so toll, weil sie zu spät kam. Aber an sich hat sich ja alles supi schon erfüllt. Sie muss aber noch ein Instrument aufstellen, wollte ich sagen. Sie muss noch ein Instrument spielen. Hallo? Du sollst da hingehen, bitte. Ich lasse jetzt nämlich noch mal ein bisschen Gitarre spielen und mal gucken, ob ich ihre Tagesaufgabe noch erfüllen kann, dass sie hier mit richtig guten Top-Leistungen zur Arbeit geht und alles umhaut. Wo ist denn die Gitarre? Hat die keine Gitarre mehr? Das gibt's ja nicht. Muss man eine neue Gitarre kaufen? Ist die vielleicht im Familieninventar? Nee, auch nicht. Was haben wir denn drin? CD-Stapel? Okay. Ups, jetzt haben wir ihn verkauft. Naja, nicht weiter tragisch. Aktivitäten. Tja. Schlaflied spielen, Ständchen bringen zur Inspiration, zupfen. Sind hier irgendwie neue Sachen dazugekommen? Jammervolles Klagelied schreiben? Nee, üb du einfach mal ein bisschen. Okay, Jerry. Was ist denn bei dir? Du hast heute frei, du musst jetzt gerade nichts unbedingt leisten. Und Alexis soll Bücher schreiben. Sie hat ja schon eins angefangen, Kinderbuch, die Legende vom Weihnachtsmann. Die schreibt sie jetzt einfach mal weiter. 25% hat sie ja da schon abgeschlossen von der Tagesaufgabe. Und sie muss noch Level 4 der Logikfähigkeit erreichen und da fehlen noch ganze 3 Levelpunkte. Also da hat sie auf jeden Fall noch einiges zu tun. Wow, und Jerry ist gerade eben ein Erwachsener geworden. Jerry ist älter geworden. Erwachsen sein, Träume verwirklichen, die Planung des Ruhestands und die Midlife-Crisis warten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zu beginnen, auf lebenslange Ziele hinzuarbeiten. Ja, und der wird jetzt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch traurig sein, weil alle seine Party vergessen haben. Max ist auch gerade gealtert hier. Wahnsinn. Es geht hier aber Schlag auf Schlag. Ja, wissen wir jetzt mittlerweile, was alles auf unsere Sims wartet. Ich finde, die Kerle verändern sich vom Aussehen her nicht so arg.
muss ich sagen. Aber damit es auch so bleibt und unser guter Max richtig fit bleibt, schicken wir den jetzt mal ein bisschen aufs Laufband trainieren. Und Max, der soll Videospiele spielen als Tagesaufgabe. Spiel spielen. Livestream? Nicht ernsthaft. Er kann livestreamen. Ich fall vom Stängel. Echt. Also wenn jetzt noch in irgendeinem Hobby-Addon oder sowas die Sims anfangen können, Let's Plays zu machen, echt, dann kippe ich hier vom Schemel. Das wäre ja mal richtig geil. Jerry streamt jetzt Zuflucht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer er bekommt. Ja, also was hat man denn da unten gerade für einen Grafikfehler? Habt ihr das gesehen, die grünen Flecken auf dem Bein? Mann, 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 jetzt ernsthaft, jetzt streamt Jerry hier echt das MMO? Mann, ich glaub's echt nicht. Ihr seht mich hier gerade echt so ein bisschen sprachlos. Also, dickes Kompliment an EA, dass ihr an sowas gedacht habt und so einen Trend reinpackt. Also, Hammer. Wirklich Hammer gut. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Also, echt top, Leute. Eieiei. Mir fällt gerade auf, dass hier hinten noch ein bisschen Dekoration fehlt. Ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Gestrüpp könnten wir hier gebrauchen. Kann ich sowas auch auf den Boden stellen? Nee, geht nicht. Schade. So, was haben wir hier? Sieht blöd aus. Die Lampe passt mir da irgendwie nicht. Ich hätte hier gerne Grünzeug. Und da an die Wand hätte ich gerne ein größeres Bild. Das sieht blöd aus. Schlüssel. Nun ja, gut. Was könnten wir denn da mal hinhängen? Nichts von den Sachen. Hier. Gucken wir mal, was bei den Bildern dabei ist. Vielleicht haben wir da ja was Brauchbares. Dim, dim, dim. Warum nicht sowas? Aber nicht mit einem grünen Rahmen. Lieber ein heller Rahmen. Das ist doch... Es ist leider so, es ist zu groß. Und so ist es mir fast ein bisschen klein. Aber ich finde es trotzdem ganz hübsch. Das hängen wir da mal hin. Und dann lassen wir jetzt demnächst auch Kathy nochmal malen. Dass sie ja auch mal ein bisschen was sie wieder selber produziert. Und Wandbeleuchtung hätte ich da ganz gerne noch hin. So. Hier so zwei Glocken drüber. So, ich finde, jetzt sieht da hinten die Ecke gleich wohnlicher aus. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde es so irgendwie schöner. Gemütlicher halt einfach. Gut. Wie weit sind denn hier unsere Schatzepupsis? Kathy hat als erstes angefangen und hat jetzt auch zu 75% ihre Tagesaufgabe erledigt. Sie muss um 15 Uhr muss sie zur Arbeit. In 5 Stunden erst sehen wir da oben. Und wir haben, ja, 5 Stunden noch Zeit, leistet nur noch 4. In der Zeit schafft sie es dicke noch, ihre Tagesaufgabe abzuschließen. Das ist schon mal prima. Nein, Kathy hat gerade keine Zeit. Tut mir sorry, aber das geht gerade nicht. Trainier da mal noch ein bisschen drauf. Trainieren, an die Grenzen gehen. Muss jetzt jemand noch richtig reinhauen. Was für eine Errungenschaft. Exus hat ein komplettes Buch geschrieben. Dann sowas. Ist sie schon wieder fertig, die Gute? Ja dann, ja dann. Veröffentlicht es mal. So. Und wieder eine Einnahmequelle mehr. Ein weiteres Buch. Eine weitere Tante und weitere Tantiemen. Damit hat sie jetzt hier... Komm, wir lassen sie mal ein bisschen Schach spielen. Ich meine, alleine Schach spielen ist ja irgendwie doof, aber sie muss ja ihre Logikfähigkeit hochbekommen.
Und wissen ja noch, ja, wir sehen gerade, es sind noch 2,5 Punkte, die sie braucht. Den einen hat sie ja fast. Zeit für die Arbeit. Oh je, Alexis muss auf die Arbeit. Ja gut, komm. Das sollte, dadurch, dass sie die Tagesaufgabe abgeschlossen hat, vielleicht noch reichen, um hier in den dunkelgrünen Bereich zu kommen und sie noch weiter zu verbessern. Lassen wir sie heute vielleicht mal ein bisschen fleißiger arbeiten. Apropos fleißiger arbeiten, das wollte ich ja mit Cleo heute auch mal machen lassen. Damit sie nicht ganz so arg abrutscht. Haben wir sonst noch jemanden, der auf die Arbeit muss? Nee. Casey hat noch ein bisschen Zeit. Die muss nachher erst. Gut, gut. Die halten sich ja heute echt alle richtig dran hier. Das aussieht hier in seinen Badeklamotten echt. Jerry am Stream. Eieiei. Gut, dann würde ich aber auch sagen, verabschiede ich mich erstmal von euch. Heute Nachmittag gibt es dann die Häuslebaufolge. Und dann geht es morgen hier in der Familie weiter. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.